aufzustehen, die Augen zu öffnen und wieder alles wahrnehmen zu können. Das ist einfach, das kann man sich nicht beschreiben, was mir dort eigentlich über 10 Jahre lang gefehlt hat. Wenn ich an eine Reise zurückdenke, war das Costa Rica 2016. Ich hatte Surfunterricht mit Kontaktlinsen. Das war wirklich so, man kann sich das vorstellen, Salzwasser, Windsurfen, also man kommt sehr oft in Berührung mit dem Wasser und dann raus aus dem Meer und wirklich die Augen waren rot. Und dann am Abend merkte man auch, dass die Augen ziemlich beleidigt waren. Das war dann 1,5 Wochen, also ich glaube, da habe ich dann echt einiges gebraucht, dass sich die Augen auch wieder erholt haben. Wie sich so eine Kontaktlinsenunverträglichkeit also anfühlt. Also bei mir war es so, dass ich grundsätzlich in der Früh bis Mittag nie Themen hatte, aber man merkt es dann schon beim PC, es wird manchmal sehr schwummrig, man sieht nicht so ganz scharf und ich hatte das erste Mal so einen extremen Vorfall vor 2 Jahren. Da bin ich dann wirklich also vor dem PC in der Arbeit gesessen, hatte einen gelben Film vor meinen Augen, bin dann noch heimgefahren, musste eine Sonnenbrille tragen, weil das Licht war für mich furchtbar. Linsen raus, dann 2 Monate mit Cortison gecremt, dann haben wir das alles wieder hinbekommen und jetzt am Schluss war es einfach so, okay, diese Brennen in den Augen und auch diesen Schleier. Also für mich war es immer dieser Schleier, den ich vor den Augen hatte. Und dazu einfach das Brennen und man sieht es natürlich auch, dass die Augen sehr, wenn du die Linsen einsetzt, rot anlaufen. Meine grundlegende Motivation war, dass ich schon über 10 Jahre eigentlich meine Brille hatte und circa dann 10 Jahre eigentlich dann die Kontaktlinsen, nachdem ich dann immer mehr gemerkt habe, dass ich die Kontaktlinsen nicht mehr vertrage vom Auge her und dass es mich einschränkt auch und die Brille wollte ich auch nicht immer tragen. Das mit den Kontaktlinsen war einfach nicht mehr, ist einfach nicht mehr erträglich gewesen. Aus meiner Sicht leidet die Lebensqualität extrem darunter, wenn du einerseits immer quasi ein bisschen abwägen musst, okay, was nehme ich heute, wie lange bin ich unterwegs, kann ich mit Linsen den ganzen Tag schaffen, muss ich die Brille mitnehmen. Der Tag, wo bei mir das ausschlaggebende Ereignis war, dass ich mir die Augen lesen lassen werde, war der 7. Jänner 2022. Also ich war am 6. Jänner noch unterwegs mit einer Freundin und bin noch heimgefahren, habe mir schon gedacht, irgendwas passt mit meinen Linsen nicht. Also schon am Abend beim Autofahren, irgendwas ist nicht okay, vielleicht muss ich mir das nochmal anpassen lassen und haben dann am 7. Jänner einen Ausflug gemacht zu den Langbadseen und habe mir die Linsen reingegeben und habe sofort gemerkt, brennende Augen, Schleier vor die Augen, habe mir gedacht, okay, passt, wird schon werden, tropft einfach und bin dann nach dem Ausflug ins Auto gestiegen und habe gesagt, zur Ausnahme, ich lasse mir jetzt die Augen lesen. Bei den Vorgesprächen haben wir abgeklärt, welche Methode für mich dann am besten geeignet ist und mir wurden alle drei eigentlich vorgelegt, aber die Empfehlung, dass bei mir die Smile-Methode möglich ist und auch empfohlen wird. Vorab habe ich mich natürlich schon informiert über diese drei Methoden und wusste auch, dass diese Smile-Methode mit diesem kleinen Schnitt einfach die bequemste und auch bessere Variante ist, gleich wieder in den Alltag zu starten. Weil für mich das so wichtig war, dass ich jetzt nicht wochenlang aufpassen muss oder irgendwie schauen muss, was kann ich machen, kann ich laufen gehen in den Wald und es kommt vielleicht ein Ast auf mich zu, dann ist natürlich eine andere Methode im Auge nicht so toll und bei der Smile war es für mich dann einfach perfekt, weil am nächsten Tag alles möglich war. Also das war für mich einfach wichtig, zu sagen, sofort wieder losstarten zu können. Der Tag der OP, 1. Mai, nein 2. Mai, also ich habe alles gewusst, also ich war natürlich perfekt vorbereitet von dem ganzen Team, immer die Angst war überhaupt nicht da. Also ich bin hergekommen, natürlich ist man ein bisschen nervös, weil man das, wie das dann abläuft, man kann sich Videos ansehen, aber wenn du dann unter dem Laser liegst, weißt du nicht, okay, was erwartet dich dann? Aber man kommt da rein und man fühlt sich, no, das wird alles gut werden. Dann wurden die Augen eingetropft und
Ich habe dann schon gesagt, okay, ich möchte so eine kleine Beruhigungstablette haben, weil einfach sicher ist sicher. Noch das Aufklärungsgespräch vor der OP direkt noch einmal. Gibt es noch Fragen? Wie wird es ablaufen? Wie lange dauert das Ganze? Und dann bin ich eh rein in den OP. Man legt sich hin, man ist entspannt, man redet über die Arbeit. Das ging dann irrsinnig rasch. An dem Tag hatte man wirklich das Gefühl, sobald man die Räume betritt, dass jeder da ist für einen. Bei der Operation an sich war es für mich natürlich vorab schon ein Thema zu sagen, okay, werde ich da etwas spüren. Wie dann das Auge fixiert war, auch die Linse, kommt dann dieser grüne Punkt und dann, okay, 15 Sekunden dieser grüne Punkt und dann verschwindet der Punkt. Und für mich war dann schon, ja, aber dann wird das Auge danach suchen. Nein, also der verschwindet, aber einfach still bleiben. Wie der Laser dann in meinen Augen also quasi gearbeitet hat, war für mich absolut keine Schmerzen irgendwo erkennbar. Überhaupt nicht. Und man spürt nichts, man sieht nichts, lediglich das grüne Licht. Martin Dirisamer war mein Chirurg und der hat während der Laserung über Themen gesprochen, die dich ablenken. Aber es war dann die Laserung erledigt und so, glaube ich, auch gut und schnell also verlaufen, da man immer diesen bisschen Ablenkung hatte. Nach der Laserung war es einfach bei mir so, es war ein sehr sonniger Tag. Direkt, wie ich aus dem OP raus bin, habe ich schon gesehen, okay, man sieht schon etwas, man nimmt schon wahr, noch ein bisschen nebelig. Dann raus mit der Sonnenbrille, das war enorm wichtig, weil einfach die Sonne dermaßen stark war an diesem Tag. Aber da wusste ich, okay, ich muss mich jetzt hinlegen, mal 2 Stunden Ruhe. Nach diesen 2 Stunden das erste Mal getropft und dann war es wirklich ein kontinuierlicher Anstieg, dass ich gemerkt habe, okay, die Augen können jetzt schon länger offen sein und wirklich, wenn ich sage, so um 9 Uhr war es für mich schon überhaupt kein Thema mehr. Also ich habe dann zwischendurch zwar immer die Augen geschlossen, aber grundsätzlich waren keine Schmerzen mehr, war das Nebelige weg. Also ich glaube, man könnte wirklich sagen, innerhalb von 6 Stunden hat sich das alles sehr gut eingependelt. Am nächsten Tag nach der Laserung bin ich eigentlich mal aufgestanden und das war wirklich, das ist ein Game Changer, wenn du auf einmal munter wirst. Du nimmst quasi dein Umfeld wahr. Du siehst auf einmal wirklich einzelne Dinge, die in der Küche stehen oder im Wohnzimmer sind. Es ist einfach dieses scharfe Sehen und das habe ich echt einmal genossen. Und habe eigentlich schon am Vormittag schon wieder vor dem PC gearbeitet. Natürlich dann schon noch mit Pausen, dazwischen getropft, aber eigentlich innerhalb von 24 Stunden wieder vor dem PC gesessen. Die Nachkontrollen waren für mich einfach irrsinnig leicht zu vereinbaren und auch auszumachen. Also wir haben immer gleich am Anschluss von den Kontrollterminen den nächsten ausgemacht und nachdem auch die Praxis sehr flexibel ist und auch Termine zu Randzeiten hat oder mal morgen, ist das einfach perfekt. Auch für berufstätige Menschen. Also vom PC habe ich immer meine Tropfen. Also wenn ich in die Arbeit gehe, habe ich sie in der Handtasche, werde sofort meine Kosmetikspiegel, die Tropfen hin. Das ist eigentlich wie ein Kaugummi oder ein Labello. Stell die hin und wo ich dann wieder merke, okay, jetzt habe ich 2 Stunden wirklich intensiv irgendwelche Arbeiten gemacht, nehme ich die Tropfen, tropfe schnell ein und so habe ich sie eigentlich wirklich seit Mai, mache ich das konsequent so und gerade auch mit der Bachelor-Thesis zu schreiben und dann auch noch für die Bachelor-Prüfung zu lernen, da war es halt dann öfter, aber es war okay und so habe ich auch, glaube ich, diese Arbeit so machen können, wie ich es wollte, ohne zu sagen, okay, noch 5 Stunden muss ich mir jetzt mal hinlegen und die Augen quasi Wellness gönnen. Das musste ich einfach nicht, weil so das eigentlich toll funktioniert hat. Was ich im Sommer einfach gemerkt habe, gerade es ist schön, du gehst am See und was ich erwähnt habe, in den See reinzuspringen, die Augen zu öffnen und zu sehen, zu tauchen. Und das ist so schön und ohne, es schmerzt nichts. Man sieht, man geht raus, man kann die Augen öffnen
Und so kann ich eigentlich wirklich sagen, absolut überhaupt keine Probleme. Ich sehe scharf, ich sehe sehr, sehr gut. Die Arbeit am PC ist für mich oft wirklich 12 Stunden möglich. Nach meiner OP hatte ich einen Zettel, wo ich eine Nummer vom Herrn Martin Dieresheimer drauf hatte, wo ich immer anrufen kann. Und das war für mich eine derartige Sicherheit, zu sagen, ich bin in guten Händen und wenn jetzt um Mitternacht irgendwas ist mit meinem Auge, ich kann sofort innerhalb von 5 Minuten herkommen und es wird auf mich geschaut. Und das war mir so wichtig und deshalb würde ich jeden ans Herz legen, hierher zu kommen und den Eingriff wirklich hier auch durchzuführen. Es wird der Mensch einfach trotzdem sehr in den Vordergrund gestellt und man fühlt sich nicht als Nummer XY, okay, wie geht's dir, können wir noch etwas tun für dich, und einfach dieser schmerzfreie Eingriff, was ich mir nie gedacht hätte, dass das so abläuft, und so würde ich absolut wirklich von Herzen weiterempfehlen.